Salzburg ist ein Bundesland, in dem die Lehre einen noch hohen Stellenwert genießt. Nach wie vor wählen 47% aller Jugendlichen die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule als Ausbildungsweg. Und auch die Salzburger Unternehmen setzen auf die Lehre. Start zur neuen Lehrlingskampagne der Wirtschaftskammer Salzburg. Das Image der Lehre, die ja das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel ist, soll gestärkt werden. Es gibt viele gute Argumente für eine Karriere mit Lehre, hervorragende Chancen als Fachkraft. Ich kann die Meisterprüfung machen, ich kann mich selbstständig machen, Lehre und Matura. Es ist einfach gescheit, eine Lehre zu machen. Es ist schon angesprochen worden und deshalb auch der Slogan Lehre sehr gescheit. Doch gerade vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung und in Zeiten, in denen von manchen eine weitere Akademisierung der Bevölkerung gefordert wird, muss die Lehre als Bildungsform attraktiver gemacht und auch attraktiver dargestellt werden. Wir wollen mit der Kampagne vor allen Dingen eins vermitteln, dass die Lehre und die Lehrlinge Respekt und Anerkennung verdienen und auch Stolz vermitteln in die Ausbildung, weil das ist mehr als gerechtfertigt. In Salzburg genießt die Lehre bei den Jugendlichen und deren Eltern noch einen hohen Stellenwert. 47% der Jugendlichen eines Geburtsjahrganges in Salzburg beginnen eine Lehre und das ist nach wie vor ein sehr hoher und guter Wert und liegt deutlich über dem Österreich-Schnitt von 42%. Gleichzeitig gibt es aber sozusagen schon spürbar in den letzten Jahren einen Rückgang der Lehrbetriebe und der Lehrlinge, der vor allem auch damit zu tun hat, dass die 15-Jährigen zurückgehen. Also sozusagen, es hängt sehr stark mit der demografischen Entwicklung zusammen. Dennoch sieht der Bildungsforscher auch in Salzburg noch große Potenziale, etwa bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Derzeit haben wir noch eine Entwicklung, dass etwa von den Jugendlichen mit nicht deutscher Umgangssprache ungefähr die Hälfte nach der Pflichtschule bereits aus dem Bildungssystem ausscheidet in Salzburg. Und dieses Potenzial ist sozusagen quantitativ sicherlich das größte, bedeutendste, was noch genutzt werden kann und wahrscheinlich auch muss. Forciert werden sollte auch die Information über die Lehrausbildung und die zahlreichen Lehrberufe. Es ist bemerkenswert, dass zum Beispiel bei den Mädchen von über 100 möglichen Berufen, die Mädchen als Lehre ergreifen können, 90% aus 7 oder 8 Berufen auswählen. Das ist Handelskauffrau, Bürokauffrau, Friseurin sehr oft. Wir aber einen enormen Mangel zum Beispiel in den technischen Bereichen haben. Abhilfe könnte da auch eine verstärkte Berufsinformation an den Schulen bringen. Also was ich fordere ist, dass wir in der 7. Schulstufe schon Berufsinformation als einen Pflichtgegenstand aufnehmen. Das ist ehrlich gesagt wesentlich klüger als die Forderung, den theoretischen Führerschein in der Schule zu absolvieren. Da hat nämlich der junge Mensch dann für sein Leben etwas davon. Er kann den richtigen Beruf ergreifen. Etwa indem er sich für eine Lehre entscheidet. Und das ist laut der neuen Kampagne der Wirtschaftskammer Salzburg auf alle Fälle sehr gescheit.